So, Leute. Weiter geht's. Auftrag. Monsterjagd. Finde Jotaro. Wenn wir die Bude ausreichern da. Bin aber gespannt, was sich da abspielen wird, weil... Da wimmelt's recht. Ja, ja. Sind die alle Geister so nervös, man? Was ist denn? Was ist denn? Machen wir mal ein Ping. Und das ist ja ganz mutig. Die fressen aber gut Schaden. Ja, wieso rennt man die genau eine? Rennt man genau einen Schuss? Oder ist aber wirklich selber schuld? Hat man echt lade. Er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Smokri! Was ist gemeint? Abgesägte Schrotflinte. Lol. Ist die gut? Sollen wir die Spaß haben, mal probieren? Oder sollen wir es mit dem Dildo verprügeln? Und die ist ordentlich stark. Probieren wir es einmal gerade halber, oder? Das ist eine Smart-Waffe. Okay. So wie es sich gehört, schauen wir uns natürlich wieder alles an. In die Jotaro! Die Schaden macht das aber nicht, oder? Süß. Na gut, das ist, gefällt mir. Aber das ist ein ziemlicher Dreck. Nehmen wir nicht, ich werde es vielleicht ein Brunnen mit Dilder verbrüllen. War eine gute Idee, ha? Von allen Seiten? Na, na, war's. Na gut. Du wolltest es so, dann kriegst du es so.
Weil der Druck schnell ist, gell? Gerade zu unten haben wir noch einen kleinen Schau. Da wird aber alles gelootet. Nur einer? Wo ist der? Lebt noch. Nicht mehr. Hilft er das Zauber auch nichts mehr. Muss man mal schauen, ob wir die upgraden können eigentlich. Ah, okay, können wir jetzt nicht, wenn wir im Kampf sind. Gut. Ah, da haben wir einen Splitter. Das lese ich jetzt nicht. Das ist mir zu lange. Jetzt haben wir einen Club. Euro, Dollars nehmen wir mit. Jetzt machst du nicht so einen Wirbel. Ich komme gleich zu euch. Bitte, ehrlich. Leute, bitte, ein bisschen Geduld. Also, falls der Tasten ankommen, naja, macht gar nichts. Kann passieren in der Hitze des Gefechts. Mutig. Achso, das war irgendwie so ein Nahkampfabteilung. Bleibt mal. Was ist das? Der Oberkörper. Von wem? Street Grade 20, ja geil! Ja, bist du Typer, da. Da ist ein Burrito dazu, der hat ausgibt. Wie diese Snuff-Movies, alles ausgeweidelt. Oh mein Gott. Das war er, der Wichser. Er war schnell gestorben irgendwie. Lange dann nicht. Komm vorbei, muss ein paar Leichen loswerden. Gekühlt? Ja. Okay, ich komm morgen. Deh schon ein paar Bell La Katrina ein, dann schmeiß ich deine dazu. Hauptsache, du holst sie ab. Der Rest ist mir egal. Verstanden. Jetzt wirst du auch ein bisschen eingeäschert, ne? Du Arschloch da. Arschloche. Hopp. Da kommt gleich wieder die. Was meinst du? Hoppelein, was ist denn? Was?
Aber es natürlich dir nicht weh. Oh. Ich habe Angst, ich zittere. Das war das Bett von dem Häusl. Dahinter hat er die Leitung gebraucht. Ist ja noch weggehalten. Alter Schwede. Ja, wie verlasse ich den Club? Ich schau mir da alles an jetzt. Da komme ich nicht hin, schade leider. Wo versteckst du dich? Ich verstecke mich nicht. Da, bitte kommt's, was? Wie kommen wir denn zu euch, wenn ihr wisst, was ihr seid? Jetzt irgendwo gegenüber. Haben wir da alles mitgenommen, alles gesehen? Bin mir nicht ganz sicher jetzt. Da haben wir noch einen schau, siehst du. Hatten wir noch nicht. Ein Tanz veröffentlicht. Nierthackhose aus Hustgewebe. Schaut auch aus. Eurodollar. Bonsai ist auch nicht geil. So hätte ich gerne bei mir in der Wohnung stehen, so ein Bonsai. Also jetzt im Spiel. Aber in Wirklichkeit auch. Hätte auch nichts dagegen. Vor allem aber gut. Bonsai. Für die Ausstattung. Handschellen-Set. Fäkalien-Sammelset. Oh, Alter. Sammelsystem. Alpell-Set. Alter Schwede. Ein Alpen. Was soll ich als nächstes drehen? Fesselspiel und Verstümmelungen, Nötigung, Schmerzen, Folter. Das ist alles so ordinär geworden. Nicht mehr wirklich innovativ. Vielleicht lege ich noch unterschwellige Todesangst obendrauf. Wird dann langsam gesteigert. Ist nicht gerade komplex, aber bringt immer hin stärkere, heftigere Gefühle. Will man auch gar nicht weiterlesen, oder? Wie grauslich das an. Aber ich habe nichts gefunden bezüglich an Code, wegen dieser einen Tür dort. Ausschalten. Sonst gibt es da ja nichts. Grauslich. Grauslich. Immer. Gar nichts mehr, oder? Ein Oceanbecher, na, das war ein Shot gewesen, wenn wir den liegen lassen. Na. Nicola! Haben wir da nicht eh schon rein? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, da waren wir. Ja, jetzt gibt's aber richtig Party, ha? Beste Party haben wir gerade geschmissen. Ja, das macht sich gerade selbstständig. Da rollt ganz schnell. Geht leider nicht, dass man damit interagieren kann. Gibt's
da irgendwas? Nein. Doch, Euro-Dollar, versteckt hinter den Fässern. Solche Hundianer. Ich glaube, das sehe ich das nicht. Aber ich habe es gesehen. Ja, ich würde sagen, der Club ist geschlossen, Leute. Also da braucht's, ist jetzt einmal renovierungsbedürftig. Jawohl. Ah. Was hat's gemeint? Ja, bitte, ich hab gerade einen. So, ich hab gehabt, du bist ein Zivilist. Ich könnte meinen Schrein aufhören, es ist vorbei. Es ist vorbei, Leute. Alles gut. Ach so, da ist auch noch einer. Was meinst du? Un momento. So, das wollte ich eigentlich schauen. Türe, sehr. Herstellen, Upgrades. Ja, die können ja upgraden, gell? Batsch. Brauchen wir. Was ist denn der andere? Bin ich blind? Da ist. Ja, zweimal gleich. Geile Sache. Schauen wir, was wir vielleicht da. Gut, den Tilder haben wir da jetzt weg, weil das ist ja. Reden wir nicht drüber, ne? So, was könnten wir da hinein tun? Das ist Krempel, das legen wir gleich mal. Weg damit. Grün. Grün. So. Wissen wir, dass wir es richtig geschlichtet haben. Neu, 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 das werden wir verkaufen, aber da könnte man vielleicht diese reingeben. Aber die könnten wir uns eigentlich auch neu herstellen. Die haben wir auch, was ist blockiert, weil. Warum ist denn blockiert? Ich sehe es nicht. Wir haben den Mats. Eine gute Waffe. Ist halt extrem schnell. Wenn wir es ganz einfach her, wenn nicht verkaufen sollten. Ne? Genau, bitte, jetzt merkt er das doch einmal so. So. Jetzt hergestellt. Baumaschine, Putzer, mit dem Hersteller. Ah. Bis es ein Schaden ist, halt ein bisschen nichts, ne? Das mag ich nicht. Muss sein, tut leid, das muss sein. Und schon wieder falsch. Richtet SPS. Das heißt, wir können diese zerlegen.
Hier natürlich nicht, eh logisch. Ist sogar ikonisch. 8,89, also die ist abartig schnell, aber die ist auch so geschminkt. 8,89. Schockschaden, Da gehen wir uns vielleicht zum Modus Katana hinein. Und ein bisschen verkaufen. Aber geht, ja, jetzt auf zum Silbern. So. Da hätten wir an. Sicher. Mal gleich hin, oder? 175 Meter, da zahlt sich's eigentlich nicht aus, mit irgendetwas hinzufahren. Vielleicht finden wir ja auf dem Weg irgendwas Nettes. Ja, Regina? Von einer eindeutigen Cyberpsycho-Attacke gehört. Sogar Maxtech wurde informiert. Aber keiner ist aufgetaucht, weil Militech sich querstellt. Ich nehme an, der Psycho ist einer von ihnen. Würde auf Lieutenant Mower tippen. Wie auch immer, die Konzernerin sollte gleich in Behandlung. Also sorgt dafür, dass sie das Ganze überlebt. Befehle lesen. Leutnant Mower, Bedrohungsstufe kritisch. Ziel zeigt Symptome einer Cyberpsychose. Ergebnis der telefonischen Rücksprache mit dem Arzt. Negativ, Behandlung unmöglich. Das Ziel befindet sich an den angegebenen Koordinaten, wo es auf die Ankunft von Sanitätern wartet. Plötzlicher Angriff, nicht auszuschließen. Warnung, das Ziel ist mit militärischen Kampfimplantaten ausgestattet. Höchste Vorsicht ist geboten. Sobald die Bedrohung neutralisiert wurde, schicken Sie den Bericht über die verschlüsselten Kanäle. Was ist das? Blut und Kron! Na, da wird's sicher lustig jetzt. Speichern während eines Kampfes nicht möglich. Schön. Noch mehr Schmerzen, ja. Ich kämpfe weiter. Wo ist denn? Das kann nicht angehen. Doch, kann es. Ich will wieder nicht. Aber gut. Alle gefälschte Dokumente, ich sag interessant.
Bitte? Was meinst du? Hey, nur so, ich habe einen echt netten Flottenkabel zu verkaufen, gell? Deinem Autodieb aus dem Memphis namens Snigger, aus Ruhe in Frieden. Ja, ich weiß nicht, also, danke. Warum musst du alles eingesteckt haben? Das ist interessant, oder? Ein bisschen der Stichfest ist ein sicher Racerback, Schlagring. Da haben wir doch gerade einen Splitter gekriegt, oder? Wieso ist der gleich wieder weggegangen? Verstehe ich mal nicht ganz, was der hat. Splitter. Wo ist er? Cyberpsycho. Alarmstufe Rot. Moa, verstanden. Ich lese Ihren Biomon. Beschreiben Sie Ihre Symptome. Leute, Moa, Zuckungen, Krämpfe. Ich kann meine Implantate nicht abschalten. Aggressionen. Verstanden. Dem Biomon-Daten zur Folge steht ein unvermeidbarer Verlust der Selbstbeherrschung bevor. Bald. Oh Gott, bitte nicht. Bitte rufen Sie nicht Magstack. Ich brauche einfach nur ein paar Beruhigungsmittel. Natürlich, machen Sie sich keine Sorgen. Militech kümmert sich um seine Leute. Mhm. Doch, begeben Sie sich an diese Adresse. Das ist etwas abgelegen, damit Sie niemanden wehtun können. Unsere Sanitäter sind schon unterwegs und bringen Sie dann in eine Klinik. In ein paar Tagen geht es Ihnen wieder gut. Vielen, vielen Dank. Keine Ursache, wenn Sie alles für den Konzern geben, gibt der Konzern auch alles für Sie. Wir haben es am Leben lassen, also eigentlich so, der Regina, kriegt man die Nachricht, Nachrichten öffnen. Hey, hier sind die Daten, die ich von diesem Militech-Frau bekommen habe. Sie gehörte wohl zu einer Spezialeinheit des Konzerns, aber sie fand, dass irgendetwas nicht stimmte und bat um Hilfe. Statt Hilfe schickte Militech ihr Wortkommando vorbei. Super, ich schicke dir ein Auto. Ich habe noch ein paar Daten von ihr extra. Irrt aber nicht viel. Du weißt ja, wie das bei Militech ist. Wenn du zu neugierig wirst, kommen die Morddrohungen rein. Sieht aus, als wäre Moa mit experimentellen Kampfimplantaten gechippt gewesen. Vielleicht gibt es ein Problem mit ihrem Code und sie ist deshalb durchgedreht. Ich werde weitere Nachforschungen anstellen. Nochmal danke, Geld ist unterwegs. Danke dir. Aber wo sind wir jetzt da? Gibt es auch einen Reaper-Dog und da gibt es auch was. Na, das ist ja wunderschön. Da haben wir bei dem schon reingeschaut, ich weiß gar nicht. Oh, ich glaube schon, bei dem haben wir, glaube ich, schon reingeschaut. Der Überfall. Boom, warum muss man da so komisch gehen? Wurscht, das schauen wir uns an. 1650, nein, das ist ja auch nicht viel. Hä, ne? Wo kommt man da hin? Ach, da her, okay. Walk? Ich rufe die Jude jetzt nicht an, das mache ich noch nicht, Leute. Gibt's da was zum Verscherbeln? In der Nähe vielleicht? Frag, dass wir das auch rundherum hatschen müssen, hä? Auf da holen wir uns aber jetzt das Motorrad. Becky! Jawohl. Hier gibt es was zum Verkaufen.
parken uns da ganz frech am Gehweg. Ah, musst aufs Klo? Da tust du joken. Mindestlevel 22. Weg damit. Weg damit. Fahren wir von unten aus, vielleicht ein bisschen gescheiter, ne? Die haben wir angelegt. Ja. Die heben wir uns auf und die werden wir zerlegen. Dildo heben wir uns natürlich auf, weil der ist, vielleicht passt der nämlich ins, wäre eigentlich lustig, ne, wenn der bei uns im Lager drin ist. Das heißt, verkaufen, das werden wir zerlegen. Was gibt's da Schönes? Verkaufen. Gashu Handen, Kicks. Schauen aber irgendwie gierig aus, die Schuhe. Mindestlevel 22, wir sind 13. Tschüss. Weg. Weg. So. Da weg, die Chamäleonbrillen, die tun wir weg, weil die gefallen. Jawohl, das. No. Der rennt schon wieder drauf, ja. Der sag ich, der tut. Das ist der Lifetime-Gras. Da. Er hat es ein bisschen getöft, der liebe Freund. So. Hat er das jetzt gespeichert, ja. Versprochen. Was? Ja, mit Geduld und ein bisschen Zielen geht das auch jetzt auch. Gute Musik am Laufen, das ist wenigstens lauernd. Ach, wie wird das Gespräch? Seid ihr fertig? Alles okay? Tum, du bist tot. Was ist passiert? Tim und Boris sind draufgegangen. Hab doch gesagt, es gibt eine Wache. Aber nicht, dass es in 2 Meter ein 2 Meter großer mit Chrom vollgestopfter Solo ist. Haben ihn gerade noch so erledigt. Aber ihr habt die Ware, oder? Ich mach dich sowas von kalt. Ja, du Arschloch, wir haben die Ware. Wir sehen, sobald sich das verkauft, kriegst du wieder gute Laune. Doch erstmal wieder irgendwo unter, bis Gras über die Sache wächst. Ach echt? Wäre ich selbst nicht drauf gekommen. Richtig. Hat sein müssen. Bild Meier, der hat sich noch bewegt. Den haben wir ja so gut erwischt, dass es nicht nötig ist, ne? Der wollte die Schädeln verloren, na, er hat ihn noch behalten, na gut. Und er auch. Aber der bewegt sich, glaube ich, auch nicht. Nehmen wir natürlich noch das hinaus. Eine Copperhead. Loose Fits mit Mikroschutzschicht. Geil. Finde ich cool. Und ein neuer Splitter. Aktuelles Inventar. Phoenix Maxtox Quartz. Okay, es sind keine Codes. Das sind nur irgendein Bliblablups. Sonst nicht wirklich interessiert. So, was haben wir da gesehen? Kleidungsmat. Sichtbarkeit für Gegner taugt man mehr. Das ist schlechter. Da werde ich doch zum Schlechter. So, schlechter.
Aber schaut geil aus eigentlich, die Hose möchte man mal anschauen. Das ist die und die rote. Alter Schwede, das ist einmal richtig. Hardcore. Schadensverringerung brauchen wir nicht wirklich. Ducheln gibt's nichts Neues. Das ziehen wir uns nochmal an. Alter Schwede. Obwohl die Stahltreter, da gefallen mir recht gut an den Stahlkappen durch. Irgendwie sind die geil. Also der Rest hat auch dazu passen. Und da gibt's auch jeden möglichen Blödsinn wieder. So, den werden wir da gleich mal zerlegen. Verkaufen wir die Gruppe jetzt. Zumindest 18, 14 Mal kann Aufgabe. So da. Ja, perfekt. Wunderschön ist das gegangen. Hätten wir dann nachher noch eventuell dort hinaufschauen. Schauen wir da ganz einfach einmal da hinauf. Kleidungsgeschäftel. Vielleicht gibt es ja da irgendwas Nettes. Ein Schema oder so. Gut, da können wir aber die. Na komm her. Na komm. Papa. Ja, ich hab dich gesehen, du packst mir nicht anhupen. Von mir. So, ich bin auf einer Auto angefahren. Einmal verstehe ich es nicht ganz. Ich habe einen genauen Visier und trifft mich aber nicht. Oder doch? Deine Instinkte! Lol. Da. Na, das habt ihr jetzt da vorne. Ich wollte dort einfach nur vorbeifahren. Na, ihr müsst mir hinterher schießen. Den Burrito habe ich jetzt. Das ist der Pech gehabt. So. Was war das? Kanone Max? Kriegt ihr was zum Essen? Oder habt ihr schon geschlossen? Aber ich, wenn ich mir das so anschaue, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Aha, die haben eh Wimmel. Aha, was ist denn da los? Euro Dollar. Ja, die haben sich da eh aufgeführt. Fuck. Hey, bist du high oder was? Afterlife Söldner? Gesucht eine CTK? Aufgestufe, dafür ist das nicht, ne? Jetzt ist noch nicht, aber ich schon! Wie so eine Art Glitch! Nur einen Moment, das war. Wunderschön und echt verstört. Licht und Dunkelheit vermischt. Bist du ein Arsch, du bist. Die Jacken ist geil, das hätte ich gern, aber du bist äußerst selten hässlich, muss ich sagen. Ja schon zweimal ausgetauscht. Shit. Ich würde mich aber echt drum kümmern, sonst tritt dir bald Max Tech die Tür an. Ey, find dich okay. Mir geht's gut. Ich brauch einfach eine Pause. Jacke hätte ich gern. Mach dir keine Sorgen. Thank you.
Slaughterhouse. Der Einkaufspassage irgendwie da so erhöht. Lol, das ist nur ganz Standard. An einem Rollstuhl. Geile Klamotten. Danke, Sherl. Das ist sehr nett von dir. Ein Tiger Claw Tattoo? Seit wann verkaufen Gangers Klamotten? Seit einer ihrer Bosse entschieden hat, dass er keine Gyms mit kaputtem Rücken braucht. Hast du hier schicke Sachen? Wenn du mit schick Secondhand-Klamotten meinst, dann klar. Bumm. Wenn wir schauen beim Blocken. Wird das so diese Bewegungstempo? Sind wir am Cute? Wir locken mit Techno-Polizei-Schutzbrille. Bewegungstempo. Schema wäre geil gewesen, aber da hat. Naja, dann halt nicht. Das habe ich aber dir was verschärft. Du hast ein paar Waffen auch im Sortiment. Das kannst du haben. Und. Papa. Nein, nein, nein. Gott. Na gut, Leute. Brav waren wir. Haben wir wieder ein bisschen was erledigt. Da hören wir auf. Freue mich schon auf die nächste Folge. Danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns. Ich wünsche euch was. Tschüssi und Baba.